Ansel Elmani ist vom Glauben abgefallen, natürlich. Bei ihm ist es nur die Taktik, guck mal, ihr müsst wissen, es gibt zwei Taktiken, um den Islam zu bekämpfen. Okay? Einmal die Taktik von außen, wie ein Hamid Abdussamad, der sagt, ich bin kein Muslim, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich habe damit abgeschlossen. Und seine Bücher wurden auch von einem Ghostwriter zumindest geholfen. Er hat keine Ahnung vom Islam, der Typ. Sein Vater war angeblich Imam. Er sagt in einem Statement, man erwischt diese Leute manchmal, er sagt in einem Statement im Fernsehen, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, also du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Er sagt, einen Speer geworfen. Jeder, der die Geschichte kennt, weiß, der Prophet hat Staub geworfen. Er hat keine Ahnung. Er behauptet, der Prophet regiert die islamische Welt von seinem Sarg aus. Der Prophet liegt gar nicht in einem Sarg. Ja? Wir werden gar nicht im Sarg beerdigt, wir Muslime. Das weiß jeder kleine Muslim. Ja? So, das heißt, er hat keine Ahnung. Er ist ein Orientalist, der ihm dabei hilft, das steht auch hinten in seinen Büchern, der ein Pseudonym hat. So, das heißt, der ist von außen dazu da, um die Leute abzuschrecken. Ja? Und dann haben wir Leute von innen, ja? Die wollen eine Alternative. Wir haben eine Alternative gegen das radikale Verständnis, wollen wir eine Alternative bringen. Ja? So. Was ist die Alternative? Etwas, wo Islam draufsteht, wo aber kein Islam drin ist. So kann man die Leute leichter täuschen. Das ist viel gefährlicher. Das ist bei Musa al-Almani so. Musa al-Almani, sein Buch ist voll mit Kufr. Er diskutiert in einem Fernsehbericht mit den Schülern, warum sie fünfmal am Tag beten. Dass man das doch nicht muss und dass das nicht so wichtig ist. Das ist klarer Kufr. Ja? So, warum ist dieser Typ überhaupt so? Ich will euch das mal kurz erklären. Ihr müsst euch vorstellen, man merkt das sehr, sehr stark an seinem Buch. Er hat es voll auf mich und Sven Lau abgesehen. Man spürt richtig raus, manche Sachen sind von ihm geschrieben, manche Sachen von dem Ghostwriter. Wer ein bisschen Intuition hat, ich habe das sofort gemerkt, dass manche Sachen seine Worte sind und manche Sachen nicht seine Worte sind, nicht seine Formulierung. Es ist eigentlich sehr schlecht geschrieben, das Buch. Ich habe das direkt am Anfang bekommen. Ja? Und du merkst dann, wenn es um uns geht, dass er extrem hasserfüllt ist. Extrem hasserfüllt. Und wisst ihr, warum das so ist? Er beschreibt das selber in dem Buch. Er beschreibt, Sven Lau, ich war mit ihm auf der Umrah und da wollte er nicht mit auf mein Zimmer. Und er fühlte sich dadurch total ausgegrenzt. Dieser Typ hat eine ist meiner Meinung nach psychisch krank. Vielleicht ADHS oder Narzissmus oder irgendwas. Das heißt, er hat durch diese Umrah-Reise, weil Abu Adam ihn nicht auf sein Zimmer mitgenommen hat, hat einen Hass gegen ihn bekommen. Er fühlte sich ausgeschlossen. Er wollte gerne auf unsere Bühne. Versteht ihr? Deswegen hat er so einen Hass auf uns. Er wollte gerne die Bühne haben, der Predigerstar sein. Und dann hat er gesehen, er ist mit uns einigermaßen unterwegs, aber hatte nicht diese Anerkennung, hatte nicht diese Anziehungskraft. So. Und dann hat er auf einmal seinen eigenen Kanal aufgemacht. Ja? Frag den Musa, hieß der. Und dann hat er dann Fragen beantwortet. Und die ganze Zeit hat ihn kein Mensch beachtet. Und dann hat er einmal einen Vortrag gegen uns gemacht. Und auf einmal kamen die ganzen Islamhasser. Ihr kennt das ja, wenn irgendwo was ist, kommen die aus den Löchern geschossen und haben ihm Beifall geklatscht. Und dann hat er sich geändert. Warum? Er beschreibt selber in seinem Buch, er beschreibt das selber, dass er den Islam angenommen hat, weil er Anerkennung gesucht hat. Er ist genau dieser Loser. Er ist genau dieser Loser. Ja? So, und das wollen sie dann als, damit wollen sie dann ein Klischee aufstellen. Sie schreiben solche Bücher, verbreiten das überall, laden den in jede Talkshow ein. Ja, ich wollte auch auffallen, aber ich bin jetzt zur Vernunft gekommen, bla bla bla. So, das ist das, was man will. Und deswegen lade ich diese Bilder hoch. Leute, glaubt es mir. Es hat mit Stolz nichts zu tun. Ja, ich habe gestern ein Bild gesehen. Ich habe gestern ein Bild gesehen von mir und einem Freund. Der hat übrigens nachher ein Hell's Angel Chapter in Luxemburg aufgemacht. Und da habe ich mich daran erinnert. Ich war mit dem zusammen in Spanien gewesen. Ja, zusammen in Spanien gewesen. Und
Da war tote Hose gewesen dort. Da war so eine Partymeile und da war tote Hose in Malaga. Ne? Und da haben wir angefangen, ich, er und sein Cousin, da in so einer kleinen Disco Stimmung zu verbreiten. Wir haben da praktisch den Laden übernommen. Da waren nachher die Leute auf den Tischen am Tanzen gewesen. Wir waren am Tanzen, wir haben alle angesteckt damit. Das ist das, wie ich gewesen bin. Es geht hier nicht um Stolz. Das ist meine Vergangenheit. Ich rede darüber, was wir aufgegeben haben. Ich könnte auch heute irgendwas anderes machen. Für mich ist das Leben jetzt viel, viel schwerer, als irgendeine andere Schiene zu fahren. Stellt euch mal vor, A'udhu Billah, möge Allah mich bewahren. Ich würde heute sagen, A'udhu Billah, ich will es gar nicht aussprechen, ich würde meine Schiene ändern, so wie es dem Kuffer gefällt. Stellt euch das mal vor. Ja? Die würden sich so freuen. Und, oh, der ist zur Vernunft gekommen. Aber was machen sie? Ich kriege hier regelmäßig Beiträge, dass sie in die Schulen gehen. Die waren sogar bei meinem Sohn in der Schule und haben Filme gezeigt von mir. Warum? Weil die Muslime abschrecken wollen. Das ist der Grund. Und wie schrecken sie die ab? Erstmal, was ich eben erzählt habe, wenn du zu denen gehörst, bist du ein Loser. Guck mal, sind alles Idioten. Die haben im Leben nichts erreicht. Da haben die gedacht, ja, wir werden mal Muslim. Ja? So, wir werden dann ganz radikal und dann sind wir ernst. Es gibt ja auch wirklich Idioten, die so sind. Ja, das muss man ja zugeben. Ja? So. Und dann, das andere ist, indem man sagt, ey, vorsichtig. Das ist immer das merke ich jedes Mal, wenn ich mit solchen Vollpfosten hier am Reden bin. Ja? Also, nach deinen Vorträgen sind so und so viele ausgewandert nach Syrien. Schick ihm den Vortrag. Okay, zeig mir, wo der Aufruf ist. Der Vortrag ist ja da. Es ist einfach nur eine Behauptung. Ja, du kannst Gehirnwäsche machen. Das, was die denen am Vermitteln sind. Das heißt, abracadabra, simsalabim. Ich mache so Hypnose. Ich rede. Habt Frieden, aber die Leute werden dann hypnotisiert und machen dann was, legen dann eine Bombe. Das ist wirklich, was einige erzählen. Es ist der helle Wahnsinn. Es ist der helle Wahnsinn, dass man so einen Schwachsinn, dass man so einen Schwachsinn auch noch verbreitet und glaubt. Und das ist das, was ich euch sagen will, liebe Geschwister. Das ist das, was wir wissen müssen. Das ist jetzt nicht um Fragen zu beantworten. Hier geht es jetzt erstmal um diese Sache genau zu erklären, damit man darüber Bescheid weiß, worum es hier eigentlich geht. Wie baut man gutes Selbstbewusstsein auf? Ich habe einen Vortrag, Erziehung zur starken Persönlichkeit. Schau dir das mal an. Erziehung zur starken Persönlichkeit. Und dann habe ich einen Vortrag, welche Erziehung ist die islamische, die deutsche oder die arabische? Okay. Natürlich, die machen Business. Der Musa El-Almani, dieser Dominik Schmitz, der wurde vor Gericht gefragt, das hat mir ein Rechtsanwalt dann auch bestätigt, wie viel Geld er für das Buch bekommen hat. Und ich glaube, das waren 14.000 oder 17.000 Euro, die hat er für das Buch bekommen und die zahlen sie ihm, glaube ich, monatlich für 500 Euro aus. Ungefähr so. Klar, das ist Geld. Die machen Geld damit. Dann werden die eingeladen, da bekommen die auch Geld und so weiter. Klar. Das Buch ist der größte Schrott überhaupt. Der Typ hat keinen Plan. Und er widerspricht sich auch. Er widerspricht sich sehr, sehr stark. Er sagt einmal, ja, ich wollte mit Pierre Vogel diskutieren, aber er kann Seiten aus dem Koran auswendig. An anderer Stelle erklärt er, dass ich keine Ahnung von der Religion habe. Ja? Also einmal so, je nachdem, wie es ihm passt. Ja? Und also er erzählt selber, dass er besonders viel Wissen hat von der Religion, so stellt er das dar. Dann stellt er dar, dass er gegen mich aber keine Chance in der Diskussion hatte, ja, weil ich zu viel Wissen hatte. Und dann stellt er mich als jemand dar, der keine Ahnung von der Religion hat und einfach nur selber ein bisschen gelernt hat. Er muss sich entscheiden. Ja, genau. Claudia Danschke. Claudia Danschke. Ja, weil der Typ Komplexe hat. Er hat Komplexe. Ich kann euch das sogar mal die Tage weil ich habe mir das Buch durchgelesen. Ich kann euch das die Tage mal vorlesen, inshallah. Ja? Da er,
wie er das dort beschreibt. Ja? Und genau, er sagt dort, genau, der war mich immer am Nerven, wegen heiraten, 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 heiraten. Und dann sagt er in dem Buch, als er dann geheiratet hat, habe ich zu ihm gesagt, ah, Dominik, Mashallah, irgendwie so, hast du geheiratet? Wie viele Frauen hast du denn jetzt? Hast du ein oder zwei geheiratet? Und dann sagt er, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe, aber ihr kennt ja die kölsche Art, ja, so ein bisschen, ne, so ein bisschen Spaß machen. Ja, sagt er, also ich weiß nicht mehr genau der Wortlaut, aber auf jeden Fall, ja, ich habe irgendwie sowas gesagt mit der Heirat, hast du jetzt schon eine oder zwei oder sowas, ja, so aus Spaß. Dann sagt er, das werde ich ihm bis heute nicht verzeihen. Was habe ich gemacht? Habe ich ihm was geklaut? Bin ich mit seiner Frau fremdgegangen? Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Hey, Leute, das ist der rheinische Humor. Ich habe gar nichts gemacht. Das wird er mir bis heute nicht verzeihen. Und das ist das typische Syndrom von Leuten, die typische Symptom von Leuten, die einen psychischen, die einen an der Mütze haben. Ja? Das werde ich ihm niemals verzeihen. Dominik, wo ist die Barmherzigkeit in der Religion? Mensch, du erzählst doch, die Salafisten haben keine, wo ist keine Barmherzigkeit? Wo ist deine Barmherzigkeit? Bitte verzeih mir doch nochmal. Es tut mir wirklich. Also warum habe ich sowas nur gesagt? Wie konnte ich sowas nur sagen?